Liebes Willkommen auf meinem Kanal. Wie bereite ich eine Ananas vor? Gut, wir schneiden einmal unten ein Stück weg. Und diese Ananas ist ja sehr schön. Da hat schon ein bisschen was. Das heißt, wir müssen dann ein wenig großzügiger wegschneiden. So, oben kann ich euch auch gleich einen Tipp geben. Wenn man oben etwas großzügiger das abschneidet, tue ich jetzt da. Kann man diesen Teil einfach so wie er ist in etwas Blumenerde einsetzen und sich daran erfreuen, dass daraus eine Ananaspflanze einfach so wächst. Selbst ausprobiert, selbst getestet, das funktioniert wunderbar. Gut, aber weiter zu unserem aktuellen Ananasstück auf der Seite. Die Rinde großzügig auch wegschneiden. Großzügig deswegen, weil es drinnen noch einige dieser Augen gibt und diese wollen wir jetzt nicht dabei haben. Man könnte diese natürlich auch dann extra extra ausstechen, aber so ist es einfach einfacher. Genau, hier gibt es dann auch einige andere Varianten. Ich schneide das jetzt einfach so in Scheiben. Teile es. Und schneide das mittlere Stück vom Stamm, was ein wenig härter ist, auch noch extra weg. So, nun etwas Schlag oder Sahne oder wie in meinem Fall etwas Creme fein aufschlagen. So, nun einfach nur etwas Naturjoghurt dazugeben. Ja, sehr schön, das andere Löffel dann so aus. Aha. Vorsichtig umrühren, unterrühren. Also es hat jetzt mit dem Cremefein jetzt wirklich funktioniert. Das war das erste Mal, dass ich das jetzt mit dem versucht habe. Also bisher habe ich jetzt immer nur Schlag, also Sahne verwendet. Und ja, na, funktioniert. Übrigens die Erdbeeren, die was vorne oben auf der Flasche oben waren, das heißt jetzt nicht, dass das mit Erdbeergeschmack ist, sondern einfach, dass man sie halt auch für Erdbeeren verwenden kann, zum Dekorieren, zum Versüßen. Und es gibt noch eine zweite Creme-Fein-Variante, da sind glaube ich Ananas mit oben und schmeckt ebenfalls neutral. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass es eine weniger Fett hat und das andere normalen Fettgehalt wie von einem normalen Schlag oder Sahne. Päckchen eben. Und ja, und diese Variation, diese hier, ist eben auf der Basis von Buttermilch. So, und jetzt geben wir noch einige Kokosflocken dazu, mischen das jetzt auch vorsichtig unter.
Ja, sieht schon wunderbar aus. Stellen wir jetzt ganz kurz in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt einfach eine Pfanne heiß, mit etwas Öl ausstreichen, rösten einige Mandelblättchen an, geben die Ananasstücke hinzu, braten das ganz kurz an. Tada! So, ich habe jetzt allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich den Fehler gemacht, dass ich jetzt vorher gekostet habe, bevor ich das Video fertig erstellt habe. Und jetzt ist es ehrlich, wirklich wahnsinnig schwer, das jetzt vorher fertigzustellen, ohne diese Ananas aufzuessen. Aber okay, sonst wäre es jetzt auch kein Video geworden. So, genau. Einfach die Mandeln etwas braun anrösten lassen. Sobald es der Fall ist, die Ananasstücke dazu. Und die Ananasstücke wirklich nur 2, 3 Minuten drin lassen. Wer möchte, kann nachher noch eine Prise Zucker dazugeben, damit es nachher noch mehr karamellisiert. So. Dann die Creme dazu. Konnte ich jetzt auch nicht so widerstehen. Und es schmeckt wirklich extra lecker mit dem Kokosgeschmack. Wer möchte, kann da natürlich dann vielleicht auch noch Ananassaft dazugeben oder die Kokosraspeln weglassen. So, das würde jetzt erst einmal genügen. Die Schüssel habe. Gut. Und das war's dann auch schon. Wirklich extra lecker. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr einfach und vor allem sehr, sehr rasch. Das ist ein Kriterium, das, was bei mir wirklich sein muss. Noch dazu Deko und guten Appetit.